Ich stehe jetzt hier im Zelt des Kasper-Theaters. Was ist denn hier das Besondere an dem Kasper-Theater? Ja, also der Kasper, das ist eine traditionelle Jahrmarktsgeschichte eigentlich auch schon. Und den gibt es schon Ewigkeiten auf Märkten. Und dementsprechend spielen wir hier lustige Geschichten für die Kinder. Da sind wir Gott sei Dank hier in Oldenburg mit dem Schaustellerverband zusammengekommen und konnten den Kindern das dann sogar gegen kostenlosen Eintritt dann präsentieren. Ja. Wo ist die Puppenbühne sonst zu finden? Also wir kommen hier aus Oldenburg, spielen also hier in Oldenburger Umkreis, sehr viel auch in Kloppenburg im Museumsdorf, wo auch unsere traditionelle Bühne dann häufiger aufgebaut wird. Und ja, wie gesagt, die Region Oldenburg sind wir hauptsächlich umgegangen. Spielen Sie viel auf Jahrmärkten oder machen Sie auch zum Beispiel was für Kindergärten oder für Schulen? Nein, also wir spielen nicht nur auf Jahrmärkten, wir spielen auch auf Straßenfesten und Firmenveranstaltungen. Da werden wir häufig gebucht, wenn verkaufsoffener Sonntag beispielsweise ist, wird der Kinder-Kasper nochmal gebucht. Oder aber, wie gesagt, auch in Kindergärten, das ist richtig. Und dann besonders so in der Herbst-Winterzeit wird das sehr gerne dann gebucht, während so die Straßenveranstaltungen dann im Sommer sehr viel gehen. Haben Sie nur ein Zelt, mit dem Sie reisen, oder haben Sie mehrere? Also insgesamt haben wir drei Zelte, die wir bespielen können. Einmal das 6x6 Meter Zelt, das wir jetzt hier in Oldenburg auf dem Kramermarkt zu stehen haben. Dann haben wir noch zwei 4x6 Zelte. Da ist eins ohne Fußboden, was wir schnell für kleinere Veranstaltungen aufbauen können. Habe ich vorhin gehört, dass man sie auch privat buchen kann für Kindergeburtstage. Was wird einem da geboten und wie sieht das dann aus? Ja, das ist unterschiedlich. Also das ist mal so die Frage, was möchte der Kunde? Wir haben mehrere Bühnen, die wir anbieten können. Für Kindergeburtstage haben wir Ideal, das ist unser Kistenkasper. Da kommt der Kasper dann aus seiner Kiste, macht dann nicht den Vorhang auf, sondern macht dann den Deckel auf und dann findet dieses gesamte Puppenspiel aus einer Kiste heraus statt. Wie schwer ist es denn für Sie, die Stimme des Kaspers zu sprechen? Und fällt es Ihnen nach ein paar Stunden schwer, gerade wenn viele Vorstellungen sind? Oder können Sie die danach immer noch auf Aufruf sprechen? Ja, also das klappt so ganz gut. Durch die Mikrofonanlage, die man dabei hat, da muss man auch nicht so schreien, dann wird man auch nicht so schnell heiser dann. Das geht eigentlich mit der Zeit, hat man auch seine Übung da drin, wie man dann sprechen muss. Das geht ganz gut. Wie viele Figuren haben Sie und wie schwer ist es für Sie, die Stimmen für die jeweilige Figur erstmal herauszufinden und dann zu wechseln? Also das ist so, wir haben insgesamt 130 Puppen mit unterschiedlichen Charakteren. Den Kasper, den haben wir in verschiedenen Ausführungen. Wir haben einmal kleinere Puppen, die haben einen 9 cm Kopf. Da haben wir Puppen, so wie den Kasper hier jetzt, mit 12 cm Kopf. Und von der Stimme her, wie man dann so guckt, man passt die Stimme dem Charakter an. Ja, also der Räuber, der spricht dann halt ein bisschen dunkler, ein bisschen rauer, ein bisschen wilder. Großmutter hat dann halt eher so eine weibliche Stimme. Man guckt immer, wie der Charakter der Puppe ist oder versucht mal, das so ein bisschen anzugleichen. Ich habe jetzt auch schon gesehen, Sie spielen auch Stücke extra nur für Erwachsene. Wie ist es dafür, erstmal zu schreiben? Und wie wird das überhaupt angenommen? Gut, für Erwachsene schreiben wir jetzt nicht selber. Wir haben da den Dr. Faust, Leben und Höllenfahrt des Dr. Faust. Das ist, was wir spielen, ist der Urfaust. Den hat Goethe schon zu seiner Zeit auf der Kirmes gesehen. Den haben wir so ein ganz bisschen für unsere Verhältnisse abgewandelt, haben das so ein bisschen angepasst. Ja, also das wird so von den Erwachsenen, wenn sie dann buchen, auch sehr gut angenommen. Die haben alle ihren Spaß. Wird denn viel hier improvisiert oder kann man sagen, dass die Stücke zugleich sind? Ja, also hier beim Kindertheater, da spielen wir ja Kaspers lustige Abenteuer und das ist eigentlich reine Improvisation. Ja, wir haben so ungefähr 8 bis 10 Stücke, die wir so im Hinterkopf haben, wo wir dann auch mit beginnen. Und dann je nachdem, wie die Kinder mitgehen und irgendwelche Zurufe kommen, wird das Stück auch dementsprechend noch wieder angepasst, sodass man das zwischendurch sogar hat, dass man mit einem Stück anfängt und mit einem ganz anderen Stück wieder aufhört. Ihr Kasper klingt ja ziemlich norddeutsch. Ist das gewollt und ist das extra so gewollt, dass er sich unterscheidet zwischen den anderen Kaspern? Weil viele haben ja diesen eher bayerischen Dialekt, sagt man.
Es ist so, wir kommen ja nun aus Oldenburg, wir sind halt norddeutsch und so ist unser Kasper dann halt auch der Norddeutsche. Also Puppenbühnen in Bayern, die machen es dann so, da spricht der Kasper, das typische Bayerische, und die Bösewichte wie Zauberer, Räuber, die sprechen dann wirklich das Urbayerisch. Aber unsere Bühne kommt aus Oldenburg, wir sind hier im Nordwesten, sind wir heimisch und also spricht unser Kasper auch Hochdeutsch. Und der Kasper selber, der kommt ja eigentlich aus den Sachsen, hier von Hohenstein, da kommt diese Art vom Kasper her. Und dementsprechend spielt jede Region eigentlich in ihrem Dialekt eigentlich mehr oder weniger. Dementsprechend nicht nur Norddeutsch, nicht nur Bayerisch, sondern egal wo er ist, er wird immer überall anders gesprochen. Wie ist es hinter der Bühne zu stehen? Sehen Sie überhaupt was vorne geschieht? Weil ich habe vorhin bei dem Stück gemerkt, Sie haben schon mal gesehen, dass einige Kinder Süßigkeiten hatten und haben das auch automatisch mit eingebracht. Nee, also sehen tut man hinter der Bühne gar nichts. Nur dadurch, dass man vor dem Stück halt durchs Publikum geht, so wie ich das gerade gemacht habe, sieht man so die Kinder, achtet auf ein paar Kleinigkeiten und dann kann man das ein oder andere Kind auch mal direkt ansprechen, indem man weiß, wie der Pullover oder die Jacke ausgesehen hat oder ob da Süßigkeiten in der Tasche waren oder wie auch immer. Also sehen tut man die Kinder hinter der Bühne nicht, da haben wir keine Möglichkeit. Wie lange gibt es Sie schon als Puppenbühne? Also die Puppenbühne Heide Hoffmann so in dieser Art ist jetzt so circa 10 Jahre alt. Das Kasper-Theater selber machen wir so seit circa 20 Jahren schon. Nur wie gesagt, in der Form von Heide Hoffmann, dass wir beide uns jetzt zusammengetan haben und zusammen die Puppenbühne machen, ist es seit 10 Jahren ungefähr. Was gefällt Ihnen an den Oldenburger Krammermarkt? Ja, das ist eine schöne traditionelle Veranstaltung hier. Gibt es ja mittlerweile auch schon seit 410 Jahren. Und da der Kasper eine große Tradition hier auf dem Markt auch hat, war es schade, dass es 12 Jahre hier keinen Kasper wirklich gab. Und auf dieser Tatsache beruhend sind wir auch an den Schaustellerverband rangetreten und haben uns mal angeboten. Und das hat Gott sei Dank zu beiden Seiten gut geklappt. Und was man ja dazu sagen muss, wir sind Oldenburger und der Oldenburger, der steht zum Krammermarkt, man sagt hier in Oldenburg ja, mindestens einmal muss man auf dem Krammermarkt gewesen sein in diesen 10 Tagen. So, und das hat dann uns auch bewogen zu sagen, hier möchten wir ganz gerne auf jeden Fall mal spielen. Wohin geht es nach dem Oldenburger Krammermarkt? Also jetzt haben wir so ein paar private Veranstaltungen. Der nächste öffentliche Auftritt, der ist am 1. Novemberwochenende in Hude bei den Märchentagen. Und da spielen wir also Samstag und Sonntag auch wieder Kaspers lustige Abenteuer. Wie lange brauchen Sie, um das Zelt, was hier gerade steht, auf- und abzubauen? Weil heute ist ja auch schon der letzte Tag. Also das Zelt ist aufgebaut so ungefähr in 2,5 Stunden, 3 Stunden. Das eine oder andere vielleicht jetzt noch an Deko dazu oder wie auch immer. Und ja, also so lange dauert es dann nicht. Und wir lassen es hier jetzt noch eben stehen, bis die Großfahrgeschäfte alle weg sind, damit dann in dem Trubel nicht so ein Gewühl für uns auch entsteht. Und dann werden wir die nächsten Tage irgendwann das Zelt hier abbauen. Wird der Kasper überhaupt noch angenommen? Weil viele Kinder kennen ihn vielleicht noch gar nicht. Viele sitzen am Computer, schauen Fernsehen, da muss alles computertechnisch sein. Aber wird er trotzdem noch angenommen und haben die Kinder noch Spaß bei der Vorstellung? Ja, also man hat es ja eben an der Vorstellung auch wieder gesehen. Die Zelte, wenn wir spielen, sind eigentlich voll mit Kindern. Ja? Häufig ist es so auf Veranstaltungen, dann sind eher die Erwachsenen als Bremse da. Die Kinder sehen den Kasper, wollen da rein und die Erwachsenen ziehen die Kinder weiter. Ja? Aber gerade so auf Traditionsveranstaltungen, so wie hier der historische Bereich vom Krammermarkt, da geht das also wirklich gut und die Zelte sind dann auch voll. Der Kasper, wie wird der eigentlich hergestellt? Und Sie hatten vorhin einen anderen. Was ist der Unterschied jetzt zwischen dem und dem anderen? Und warum haben Sie gerade den anderen draußen genommen? Ja, also das andere, also ich habe hier jetzt den Hohensteiner Kasper auf der Hand. Das ist ein aus Lindenholz geschnitzter Kasper, von Hand geschnitzt. Und diese Hohensteiner, die sind halt nicht für draußen so gut geeignet dann. Ja, und wenn ich mit dem Kasper draußen durch die Gegend laufe und mit den Kindern spiele, dann kann ich lieber den anderen Kasper nehmen. Das ist ein nach Hohensteiner Art von der Giescher hergestellt. Und die sind lackiert und dementsprechend nicht so empfindlich, wenn ich auf die Kinder zugehe. Und da kann man dann draußen besser mit agieren. Der hat ja bestimmt auch einen hohen Wert, also dieser Kasper jetzt, weil es ist ja auch handgeschnitzt und so. Und wenn da mal bestimmt Kinder anfassen, kann ja bestimmt auch was kaputt gehen, oder? Ja, die
die sind schon ziemlich, ziemlich robust. Wir gucken auch immer, dass wir die Puppen, wir wählen die immer so ein bisschen aus. Ja, jetzt so die ich sag mal, die Original-Hohensteiner, die kommen dann halt bei den Stücken für Erwachsene zum Einsatz. Oder wenn wir jetzt hier sind, gucken wir mal, wie das gerade so passt. Wenn er jetzt durch viele Kinderhände gehen die Puppen sowieso nicht. Die geben dem Kasper vielleicht mal die Hand oder fassen mal an die Nase, da passiert dann nichts groß. Ja, aber im Großen und Ganzen sind die schon recht robust. Aber ist halt kein Kinderspielzeug. Jetzt stand ja hier wirklich noch jahrelang ein anderer Kasper mit einer eigenen selbstgebauten Bude. Haben Sie den auch noch kennengelernt? Ich habe gehört, dass er einen Zirkus betrieben hat. Kannten Sie den auch? Also so, wir kennen ja alle Puppenspieler, also jetzt nicht alle unbedingt persönlich. Ich glaube, der eine ist auch schon verstorben, die hier in Oldenburg gespielt haben. Ja, und den einen, den kennen wir recht gut, der hier auch immer noch steht, mit Süßwaren hier in Oldenburg auf dem Markt. Ja, aber generell, wie gesagt, das ist eine lange Tradition. Seit dem Nachkriegszeit war eigentlich immer der Kasper hier auf dem Markt. Und dementsprechend, wie gesagt, waren wir froh, dass wir jetzt nach 12 Jahren die Lücke wieder schließen konnten und dann die historische Geschichte hier weiterführen können. Sie sind ja auch mit dem Kasper mal hoch hinaus. Auf Ihrer Facebook-Seite sieht man ja, dass Sie selbst mit dem Riesenrad fahren. Ja, der Kasper, der nimmt alles. Ja, ich nehme alles mit, was ich kriegen kann auf dem Jahrmarkt, ja. Egal, ob das Riesenrad ist, ob das Kinderkarussell ist oder Raupenbahn. Ich fahre alles, ja, bis mir schwindelig wird und der Holzwurm rausfliegt, ja. Hast du auch ein Lieblingsfahrgeschäft hier auf den Oldenburger Krammermarkt? Puh, nee, eigentlich nicht. Ich fahre mit allen gerne, ja. Obwohl, ganz häufig war ich hier auf dem Kinderkarussell, auf dem nostalgischen. Das war richtig schön. Da habe ich auch viele Kinder dann kennengelernt, ja. Eine Frage an den Puppenspieler. Wie reagieren jetzt die Kinder, wenn sie den Kasper mit dem Puppenspieler am Anfang sehen? Denken sie dann immer noch, die Puppe spricht, oder? Ja, also es ist so, wenn ich draußen rumlaufe und mit den Kindern spreche, beziehungsweise der Kasper mit den Kindern spricht, dann nehmen die Kinder mich gar nicht wahr. Die gucken wirklich nur auf den Kasper und reden dann auch wirklich richtig mit dem Kasper. Das ist schon faszinierend, obwohl ja dieser Holzkopf nicht mal eine Mimik irgendwo im Gesicht hat, dass er sich den Mund bewegt oder was. Aber trotzdem sind sie fasziniert von diesem Kasper und reagieren nur auf ihn. Genau, ist noch irgendwas für die Zukunft geplant? Neue Stücke oder ein neues Theater oder Hintergründe? Also es ist so, wir sind stetig dabei, immer was zu verbessern, irgendwas auszubessern, was neu zu machen. Jetzt für den Krammermarkt haben wir die Frontplane, haben wir ganz neu gekriegt. Man guckt immer, dass man irgendwas anders macht. Wir setzen uns dann auch immer wieder mal hin und überlegen uns, oh, was kann man jetzt, dadurch, dass wir auch regelmäßig im Museumsdorf in Kloppenburg spielen, einmal im Monat, ab April immer, da gucken wir dann halt, dass wir wieder neue Stücke den Kindern mitbringen. Und also wir sind immer dabei, irgendwas zu machen, was neu ist, anders ist. Vor allem, das anders ist als andere Bühnen. Zum Beispiel das Autofahren zum Schluss einer jeden Vorstellung. Da wüsste ich jetzt keinen, der das so noch irgendwo macht. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für das Interview und noch einen schönen, restlichen Tag auf dem Krammermarkt. Ja, danke schön. Vielen Dank und auch viel Erfolg. Dankeschön. Okay.